Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Richtig geil, was wir jetzt bekommen haben. In dem letzten Video habe ich ja schon erwähnt, also in dem Patch-Video, habe ich ja erwähnt, dass wir als nächstes eine Camilla als auch einen Ella King bekommen. Und das hat sich als wahr herausgestellt, weil neue Camilla und richtig geil blauer Ella King. Ich habe richtig Bock drauf, ich habe richtig Bock drauf. Was die beiden machen, das klären wir jetzt hier in diesem Video. Ich habe nur eine Vermutung, ich habe irgendwie Angst, dass er mit Zins funktioniert. Ich hoffe mal nicht, weil ich weiß noch gar nichts. Ich hoffe nicht, dass er mit Zins, also es wäre schon geil, wenn er mit Zins funktioniert, aber es wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu broken. Darauf gehen wir aber später ein. Und siehe, sie könnte stark sein, aber zwei Attack Cuts ist eigentlich meistens nie so krass. Bei Demiurg aber hat es geklappt. Gucken wir mal, ob es diesmal auch klappt. Design-wise beide echt bababubu. Schauen wir mal ihr Banner an. Ihr Banner, muss ich ehrlicherweise sagen, sieht wirklich, wirklich geil aus. Wirklich, wirklich geil aus. Also, in dem Sinne, weil wir haben hier die Ratatosk-Dinger, wie heißt die? Die Ratatosk-Valenti, wir haben Human Backline und wir haben Roxy vorne. Es ist kein Broken-Banner, wo ich sage, wow, das ist must-sum, ganz klare Sache. Aber wenn du dir denkst, okay, ich muss für Ratatosk das sum, dann kannst du ein bisschen deine Roxy-Ult und deine Easton-Ult hochleveln. Finde ich auch komplett in Ordnung. Und wenn du diese Hocken auch noch nicht hast für Chaos Battle, ist auch geil, wenn du sie bekommen würdest. Aber er ist natürlich kein krasser Banner, ist ein läppischer 600er Banner, wir kennen die. Natürlich auch Level 90 King, aber die meisten OG-Spieler sollten den ja schon auf 6-6 haben. Aber nicht jeder ist ja ein OG-Spieler. Nicht wundern, wenn ich manchmal auf Chat-Nachrichten antworte, weil wir sind gerade live im Stream. Also ich grüße mal Gott Rimuru, Salty Dragon, Leon D, weil Leon, der ist neu, der hat zum Beispiel wahrscheinlich diesen King noch nicht auf 6-6, also auch für ihn wichtig und richtig, dass er in diesem Banner drin ist. Wie gesagt, 600er Banner, bei 300 bekommt ihr die garantierte SR und bei 600 bekommt ihr die neue Camilla garantiert. Ob es jetzt dann natürlich gut ist, dass wir eine weitere OG, OC-Unit bekommen, Original Character Unit, ja, weiß ich nicht, weil wir hatten jetzt vier hintereinander oder sowas. Oder 3 Monate lang nur Original Character. Dann eine Jenna. Dann, was hatten wir nach Jenna? Genau, Overlord. Und dann direkt nochmal eine OC. Ist schon crazy von Ed Marble. Aber vielleicht danach kommt irgendwas Geiles von Four Knights oder sowas. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich denke persönlich, dass wir Dinger bei New Year's einen Tristan bekommen. Diesen Adult Tristan von Four Knights of Apocalypse. Ob das natürlich stimmt, keine Ahnung. Weil ich glaube nicht, dass wir nochmal ein Meliodas bekommen. Aber wie gesagt, keine Ahnung, da müssen wir uns drauf einlassen. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir als allererstes auf die Camilla ein. Camilla, muss ich ehrlicherweise sagen, hört sich schon vielversprechend an. Ob sie wirklich so crazy ist, wie sie es lesen lässt auf dem Blatt, ist natürlich eine ganz andere Sache. Ihr wisst, wie es ist. Hier könnt ihr immer sich richtig broken lesen lassen. Aber dann im Gameplay ist sie komplett ass. Kann sein. Aber ich würde mal sagen, lesen wir es einmal komplett durch. Ihre Passive ist, finde ich, cool. Weil es macht einfach Specific Allies Basic Stats um 15%, also erhöht Specific Allies um Dinger Basic Stats um 15% am Anfang des Turns von dem Ally. Und die Allies, die Specific Allies sind Unknowns und 7 Catastrophes. Also sehr geil, dass sie mit Unknowns funktioniert. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie in the Back auch funktioniert. Also du kannst sie als Backline Unit spielen. Ob es jetzt wirklich eine Nashi ersetzt, ist die andere Sache. Gucken wir mal, wie die Zukunft alles laufen lässt. Dann aber, das ist noch nicht alles, dann macht sie auch noch einen Buff auf alle Specific Allies drauf, die Max HP, die Critical Defense und die Resistance um 25% erhöht und auch noch ein Protection Buff auf die ganzen Allies drauf macht, die weniger als 4 Ultimate Gauge haben. Dieser Protection Buff, der ist einfach nur, wenn ein Enemy dich attackiert, dann wird ein Ultimate Gauge vom Enemy weggemacht, aber nur für einmal. Ich denke mal aber jedes Mal für jeden spezifischen Ally, der wo attackiert wird. Also wenn jetzt Subnak attackiert wird, dann macht sie von Demiurg zum Beispiel weg, wenn sie von Demiurg attackiert wird. Aber wenn dann zum Beispiel Meliodas Thor attackiert, dann macht er sozusagen die Passive von Meliodas weg. Aber nicht, wenn du, glaube ich, Subnak nochmal attackierst. So habe ich es jetzt verstanden. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so stimmt. Hört sich cool an. Vor allem, weil es in der Back funktioniert, weil du sie nicht von vorne haben musst. Und wenn sie vor allem mehr CC hat als Nanashi, was sie haben wird, wäre das schon sehr geil. Aber wobei, muss nicht unbedingt sein. Keine Ahnung, ob sie mehr CC hat, weil das ist ja die alte Camilla. Wenn es eine neue Camilla wird, dann natürlich, aber ich glaube, das ist die alte Camilla, dann hat sie, glaube ich, auch gar nicht mehr CC. Ja, muss man gucken, wie es sich im Gameplay auswirkt.
Die zwei Skills sind wirklich nichts Besonderes. Der erste Skill ist einfach ein Single Target Ult Gauge Reduction. Wie gesagt, nichts Besonderes. Und der zweite Skill macht einfach AoE Spike Damage. Auch nichts Krasses. Also vorne sollst du sie auf jeden Fall, auf gar keinen Fall benutzen. Also da macht es auf gar keinen Fall Sinn, muss man ehrlicherweise sagen. Dann natürlich, wir wissen, Camilla ist eine Transformation Unit, deswegen, sie verwandelt sich nach einer Zeit. Ich glaube, nach der Ultimate, sobald du ihre Ultimate einsetzt, verwandelt sie sich. Und dann bekommt sie auch eine neue Passive und neue Skills. Und die Passive nach der Transformation ist einfach, dass sie am Ende von einem Allies-Turn, von dem Allies-Turn, also von ihrem eigenen Turn sozusagen, alle Debuffs wegmacht. Also alle Debuffs cleanst sozusagen von allen Allies. Und also für einmal. Und einfach einen Buff auf die Allies drauf macht, der sie immun für Debuffs macht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber es macht sie nur einmal nach der Transformation. Dann die zwei Skills sind auch nichts Besonderes. Der erste Skill ist relativ cool, weil er macht Single Target Ult Gauge Reduction, so wie vor der Transformation. Aber dann tut sie auch noch zwei Skills deleten auf einer Level 3. Das ist schon geil. Also Ult Gauge Reduction und Skills Deletion ist schon sehr, sehr cool. Schon sehr, sehr cool. Und der zweite Skill ist einfach Sever Damage, Sever AoE Damage. Die Ultimate genau die gleiche von der alten Camilla. Also sie ist leider kein neues Modell. Ich weiß, glaube ich nicht, dann kommt sie auch gar kein Dinger, gar kein CC-Upgrade. Keine Ahnung, wir müssen gucken, ob sie mehr CC hat als Anash. Ich habe da wirklich keinen Plan mehr. Sie hat halt einen Ratatosk-Relic, kann schon möglich sein. Müssen wir aber wie gesagt gucken, ob sie besser ist als Anash. Dieser LR King hier könnte vielleicht Fairies wieder in die Meta bringen. Sie waren ja mal ein bisschen in der Meta, wenn du First gehst mit Jelly King und den LR Glocks. Aber ich glaube, du kannst den Jelly King getrost jetzt mit diesem LR King ersetzen, weil was er macht, ist schon crazy. Am Anfang des Battles oder allgemein werden Specific Allies Basic Stats um 20% erhöht. Specific Allies sind Giants und Fairies. Keine Essence, aber Giant und Fairies finde ich okay. Ohne Essence schade natürlich. Vielleicht tun die es noch reinmachen, aber vielleicht wäre es dann viel zu stark. Keine Ahnung, mit Escanor und der Dinger Melioras. Kann schon sein. Aber ich finde es auch so in Ordnung. 20% Basic Stats ist halt crazy. Und wenn King im Battle ist, also wenn er nicht in der Backline ist, sondern im Battle ist, wird ein Debuff drauf gemacht auf alle Gegner, die Critical Resistance um 40% verringert für einen Turn. Das ist schon sehr, sehr sexy. Einfach Critical Resistance down. Und dann mit Glocks kann ich mir schon sehr geil vorstellen. Und dann, wenn Allies im Battlefield Specific Allies sind, was ihr eine Sache nicht vergessen dürft, wenn ihr im Attack on Titan Rerun mitgespielt habt und Eren gezogen habt, Eren gilt als Giant. Vielleicht wird er benutzt. Wenn alle Dinger Allies im Battlefield Specific Allies sind, also Giant und Fairies, dann werden von King alle Karten einmal aufgerankt am Anfang des Battles. Also einmal nur, also wenn es ein Battle reingeht und alles in Specific Allies, dann bekommt er direkt Level 2 Karten. Auch richtig sexy, weil direkt ein Heal und direkt ein Versteinerungsbuff, Versteinerungsdebuff. Dann, wenn ein Enemy versteinert ist, also Petrify-Effekt ist, dann werden Specific Allies Dinger Damage, den die machen, um 50% erhöht und die bekommen gleichzeitig auch noch 40% weniger Damage. Nur wenn ein Enemy mit einem Versteinerungseffekt betroffen ist. Das ist schon echt, echt ehrenlos. Das ist schon echt, echt ehrenlos. Wenn man vergleicht, seine Passive früher war einfach nur Increase Fairy Allies Basic Stats by 8%. Das ist schon sehr, sehr krank. Das ist schon sehr, sehr krank, was sie dann draus gemacht haben. Aber dafür sind Allies ja da. Der erste Skill macht nichts Besonderes arg anders, sondern ich denke mal, der tut doch immer auf der Level 2 erst Petrifying, aber gibt dazu noch Pierce Damage. Also Petrify und Pierce Damage. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich denke mal auf Level 1 auch mit Petrify, Pierce Damage, aber ich glaube nicht, dass er mit Level 1 Petrify, das wäre viel zu broken. Das wäre viel zu broken. Der zweite Skill hingegen wurde ein bisschen besser verbessert, weil er macht ja von Anfang an schon, also wenn du nur den Level 1er hast, dann macht er ja natürlich erst nur alle Debuffs weg, er healt dich nicht. Wenn du aber jetzt also mit dem Elder machst, healt er dich, also natürlich erst auf Level 2, healt er dich, macht alle Debuffs weg. Und macht einen Buff auf dich drauf, was deine Spielraten-Stats um 20% erhöht. Ich denke mal auch erst auf Level 2. Es kann aber sein, dass er ab Level 1 schon direkt deine Spielraten-Stats erhöht. Wahrscheinlich um 5% oder sowas. Keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen. Steht jetzt nicht dran. Aber alles, was hier dran steht, sind halt Level 3er Karten. Kann schon sein, dass er auf Level 1 auch schon die Spielraten-Stats bufft. Die Ultimate, die Sunflower Ultimate, einer meiner Lieblings-Ultimates im Game, wurde auch geil gebufft. Nämlich, sobald du sie einsetzt, wird ein Buff auf alle LS drauf gemacht, der ihre Attack-Rating-Stats um 30% erhöht. Und dann gibt es halt noch AoE-Damage drauf mit der Ultimate. Die wird so, also Shatter-Damage, die wird so ehrenlos viel Damage machen. Das ist wirklich
nicht. Ja, also, ich habe gar keine Worte. So, wisst ihr, was ich meine? Ich habe gar keine Worte. Ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich richtig drauf. Müssen aber genau gucken, wie er vielleicht mit Glocks überhaupt spielbar ist. Ach, keine Ahnung. Aber Giants ist sehr interessant. Werden die wahrscheinlich als nächstes eine Ragnarok Giant rausholen? Oder vielleicht sogar aus dem Film? Also, es gibt ja diesen einen Film mit dem Giant und mit dem Fairy. Boah, das war auch sehr geil. Keine Ahnung, aber es steht alles in den Sternen. Müssen wir gucken, was eine Marvel sich da ausgedacht hat. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von den beiden neuen Units haltet. Also neuen Units. Genau, das kann ich ja mal zeigen. Hier Cam Miller natürlich neue Unit und LR neu. Ich finde echt, beides tatsächlich echt ein cooles Update. Echt ein cooles Update. Aber wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten. Das war's.